Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Alles und Nichts mit Anne. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Wir machen direkt weiter mit Lidschatten-Reviews und zwar möchte ich mit euch heute über die Verdandi-Palette von Odens Eye sprechen. So sieht die Color Story aus. Ich möchte das Video so kurz wie möglich halten und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, hi, schön, dass ihr mich gefunden habt. Mein Name ist Anne, hier geht es um Make-up. Ich bin eine Indie-Brand-Liebhaberin. Ich liebe es, mit euch über Make-up zu quatschen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst mir doch gleich ein Abo da. Mittwochs und Freitags sind meine Video-Hochladetage und nach dem Intro geht es jetzt dann gleich weiter. Ich musste ganz schön lachen, das Intro hat eine Weile gedauert. Ich musste erstmal wieder in den Flow kommen. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr 2022 gestartet. Wir machen es quick. Heute geht es um die Verdandi-Palette. Die Color Story hatte ich euch gerade gezeigt und ich möchte gerne ein Auge in der einen Farbe oder einen Look auf dem einen Auge, einen anderen Look auf dem anderen Auge schminken. Die Augenbrauen sind schon gemacht. Ich prep jetzt meine Augenlider, hol euch ran und dann legen wir direkt los. Hallo, da bin ich. Auch das Washi-Tape ist wieder am Start. Ich habe es heute mal steiler nach oben gesetzt. Normalerweise setze ich es ja eher so hier. Aber ich möchte mal gerne gucken, was das mit meiner Augenform ausmacht, wenn ich es so steil nach oben setze. Und ich lege auch direkt los. Die Lider sind gepreppt und geprimed mit meinem Lieblings-Lidschatten-Primer von Juvia's Place, der Eye Prep Eye Prime. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, macht es mal unbedingt. Schaut mal in meine Jahresfavoriten rein. Also, es lohnt sich wirklich. Es sind da einfach ganz tolle Produkte mit dabei. Ich gehe jetzt hier in diese hellste Farbe. Hat die einen Namen? Ja, die heißt Now. Und vorher, ich habe mich jetzt entschieden, dass ich das auf das Auge raufmache. Also, dass ich mit dem Auge anfange und ich tappe mir hier meinen Lidschattenprimer aus meinen Falten. Ne? Das ist halt ganz wichtig. Und lege los. Wir waren ganz entspannt zu Silvester unterwegs. Wir haben uns das ganz gemütlich gemacht mit einem befreundeten Pärchen, die auch zwei Kinder im Alter unserer Kinder haben. Die haben sich im Land Brandenburg auf der äußersten Grenze nach Sachsen-Anhalt ein altes Haus gekauft, das sie jetzt nach und nach renovieren. Und da sind wir das erste Mal zu Besuch gewesen und es war einfach toll. Die Kinder haben so schön spielen können. Die haben Hasen, zwei Stück, die haben draußen einen großen Garten. Also es war wirklich richtig, richtig schön. Die kennen wir schon aus Berlin und die sind früher weggezogen, als wir es geschafft haben. Genau, und es war einfach toll. Es war ultra entspannt. Wir konnten direkt raus aufs Feld gehen, die Kinder schön in den Pfützen spielen. Also so wie ich mir das für unsere Kinder auch wünsche, das haben die da. Ist natürlich, da sagen sich Hase und Fuchs, gute Nacht, ne? Also für mich wäre es nichts, aber unsere Freundin sagte uns, sie sind auch ganz schnell in Berlin drinne mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wäre es nur eine Stunde Zugfahrt? Yep. Das ist hier in unseren Gefilden, ist das eine kurze Strecke, ne? Muss man auch wirklich sagen, ne? Und ja, es war wirklich schön. Ich hoffe, ihr habt auch schönen Jahreswechsel verbracht. Bei uns war es jedenfalls total entspannt. Und ich finde die Farbe wunderschön. Es ist so ein ganz, ganz tolles Aprikot. Einfach nur genial. Und ich gehe mit dem gleichen Pinsel. Nee, gehe ich mit dem gleichen Pinsel? Nein, gehe ich nicht. Ich nehme mir einen anderen Pinsel. Ich nehme mir so einen Pinsel hier und gehe in die nächste Farbe. Und zwar heißt die Vibrant. Das ist so ein schönes, ja, orange-rotes, rostrotes Rot. Ihr wisst, was ich meine. Und das gebe ich mir jetzt hier so in meine Lidfalte hinein. Ja. Oh, ja. Pigmentierung ist sofort da. Ihr seht's. Ich habe eine ganz leichte Hand, wie ich hier die Farbe so aufgebe. Ich ziehe sie mir auch gleich ein Stückchen hier so runter. Und ich meine, seien wir mal ehrlich, ich kenne die Qualität von Odens Eye schon sehr, sehr gut. Ich liebe sie, sonst hätte ich mir diese Palette nicht gekauft. Aber ich freue mich natürlich ganz doll. Ich gehe es auch in den unteren Wimpernkranz gleich ran. Ich freue mich natürlich ganz doll, die Palette jetzt ausprobieren zu können. Und oh, sieht das geil aus. Das wird vielversprechend. Das wird schön. Das sieht vielversprechend aus, meine ich. Und ja, sehr, sehr toll.
Ich habe viel geplant für dieses Jahr, Leute. Ich habe viel geplant. Ich gehe nochmal in den Pinsel zurück und nochmal ein ganz kleines bisschen in Now und verblende mir hier die Farbe nochmal ein bisschen. Ich will nicht, dass die Kante ganz so scharf ist. Ich will es hier oben ein bisschen wieder heller ins Aprikot ausblenden und och, ist das schön. So, so schön. Also ich habe viel geplant für dieses Jahr. Bei YouTube soll es auf jeden Fall mindestens 2 Videos die Woche geben. Ich glaube, es hat euch echt gefallen, dass ich im Dezember 3 Videos online gestellt habe die Woche. Ich schaue mal, inwiefern das weiterhin realistisch ist. Ich muss dafür natürlich einen Zeitplan mir mal so überlegen. Und ich habe ein tolles Projekt geplant. Es soll Großes passieren. Ich kann und möchte gerade nicht mehr erwähnen, aber ich will mich selbstständig machen und das wird toll. Das wird toll und ich freue mich darauf, wenn ich die Idee mit euch teilen kann und wenn es dann endlich soweit ist. Ich denke aber, dass ich mindestens noch den halben Februar für brauchen werde, aber bleibt gespannt. Es wird was Cooles passieren, worauf ich mich sehr, sehr freue. Ich lasse das so und gehe jetzt gleich in die nächste Farbe. Ich denke, das soll jetzt relativ einfach werden. Und zwar gehe ich jetzt hier in die beiden Farben hinein. Und zwar ist das Say Yes und Unknown. Also wahrscheinlich Say Yes to the Unknown. Ich verwirbel die beiden Farben jetzt hier auf meinem Finger und gebe mir das auf mein bewegliches Augenlid hier so erstmal in die Mitte. Und ich habe ja noch so eine Sticky Base, was ja ganz schön ist. Und ich gehe aber noch mit dem Ringfinger jetzt in diese aprikotfarbene Schimmerfarbe hinein und gebe mir die hier hinten noch so rauf. Und hier muss ich mal schauen, wie ich das. Huch! Hier muss ich mal schauen, wie ich das so in die Ecke gepresst bekomme. Oh ja, schön. Oh, seht ihr das? So könnt ihr sehr schön diesen Shift jetzt gerade sehen. Oh, das gefällt mir sehr, sehr gut. Sehr, sehr cool. Ich gehe zurück mit dem Zeigefinger, wo ja beide Farben zusammengewirbelt sind. Und gebe mir das hier weiter auf mein bewegliches Augenlid auf. Und werde jetzt meinen Finger sauber machen und mir die Farbe Unknown, diese blaue, auf meinem kleinen Finger aufgeben und jetzt in den inneren Augenwinkel pressen. Weil ich bin ehrlich zu euch, Pinsel wäre besser. Habe ich nicht gerade. Ich habe keine guten, sauberen Pinsel, um das zu machen. Deswegen habe ich es jetzt einfach gelassen und nehme ganz oldschool meinen Finger und presse mir das jetzt quasi auch hier noch hin und hier so runter. Das kann ich nachher noch ein kleines bisschen korrigieren, wenn es mir zu weit runterrutscht. Aber es gefällt mir erstmal sehr, sehr gut. Ihr wisst, es ist ein Prozess. Ich gehe wieder mit dem fluffigen Pinsel, gehe in die Farbe Now hinein und werde mir jetzt hier die obere Kante wieder ein kleines bisschen ausrauchen, sodass dort Richtung Lidfalte der Schimmer ein bisschen runtergedimmt wird. Gehe auch wieder in die Farbe Vibrant rein, ein kleines bisschen, um hier wieder ein bisschen mehr Tiefe hinzuzaubern und würde das Auge jetzt erstmal so lassen und mich dem Auge widmen. So, die Falten habe ich schon wieder rausgetappt. Ich gehe in diese wunderschöne Farbe Everyday hinein, so ein ganz tolles, warmes Braun. Und das gebe ich mir jetzt erstmal großzügig auf mein gesamtes Augenlid auf. Der Look soll dunkler werden. Ich möchte euch gerne und mir auch zeigen oder mir das mal angucken, wie dunkel wir diesen Look machen können. Und deswegen fange ich hier auch mal schön erstmal mit diesem matten Braun an, was sich wie immer sehr toll verblenden lässt. Habe ich, wie gesagt, auch gar nicht anders erwartet. Und ja, was gibt es sonst so? Also ich möchte ja gerne auch mal ein Vergleichvideo machen. Eyeprimer und kein Eyeprimer. Und das wird auch kommen, dass wir mal darüber quatschen können, ob einen Lidschattenprimer wirklich was bringt und was der bringt und für wen sowas geeignet ist. Und mich interessiert das selber auch nochmals im direkten Vergleich zu sehen. Ja, also
Och, ist das eine tolle Farbe? I love it. Sehr, sehr schön. Und jetzt gehe ich in die Farbe Vibrant hinein und werde mir den noch so ein bisschen jetzt rot verblenden. Also so schön noch hier so ins Rot mit hineingehen. Das gefällt mir. Och, das sieht richtig toll aus. Ganz, ganz geil. Fällt mir sehr, sehr schön. Ich ziehe das auch gar nicht zu weit, weil wenn ich jetzt so wieder mit dem Rot hier rüber gehe, dann habe ich ja in dem Braun zu viel Rot drinne. Das will ich natürlich auch nicht. Und dann nehme ich mir diesen Pinsel wieder. Ihr wisst, ich spare sehr gerne an Pinseln. Habe euch ja auch gerade gesagt, ich habe gar nicht so viele Pinsel mehr. Bin wieder in Everyday hineingegangen und mache mir hier noch den Außenwinkel ein kleines bisschen dunkler. So am Wimpernkranz hier auch schön alles verdichten, dass da auch ja nicht zu viel Hautfarbe mehr durchschimmert. Gehe auch an den unteren Wimpernkranz hier heran und ziehe mir das auch hier so hin. Also mir. I like. Das wird richtig. Richtig sexy. Und dann sind wir auch schon so weit und benutzen die Farbe Precious. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Die scheint auch so einen grün-goldenen Schimmer mit drin zu haben. Sie ist wie immer sehr weich, etwas krümelig. Ich hab's wieder ein bisschen übertrieben mit dem Reingehen. Und das presse ich mir jetzt hier ganz vorsichtig. Ich habe natürlich jetzt hier ein bisschen Fallout. Das liegt daran, dass ich da ganz schön dolle hineingegangen bin. Das ist schon fast cremig, die Konsistenz. Sehr, sehr interessant. Jetzt tupfe ich mir jetzt hier erstmal schön vorsichtig auf mein bewegliches Augenlid auf. Und weil ich ja den gleichen Finger nehme und hier vorgehe, wird natürlich die Farbabgabe. Also so mache ich es jetzt jedenfalls mit meinem Finger, wird etwas geringer, je weiter nach vorne ich gehe. So habe ich eine ganz gute Kontrolle darüber und jetzt habe ich es mir ja im Endeffekt auf das ganze Augenlid aufgetupft. Diese Farbe. Das ist jetzt schon mal sehr interessant und wirkt sehr dunkel. Was ich auch mache, ist, ich gehe jetzt hier ganz vorsichtig an den unteren Wimpernkranz, was ich auch gerne mache und ziehe mir das hier auch noch so ein bisschen hin. Müssen wir nachher sowieso noch ein bisschen korrigieren, weil wenn ich das Washi-Tape abziehe, haben wir natürlich extrem harte Kante. Und jetzt gehe ich mit dem gleichen Finger, den ich nur so ein bisschen sauber gemacht habe, gehe ich hier in den aprikotfarbenen Schimmer hinein. Und den möchte ich mir jetzt hier in der Mitte des Augenlides als Lichtreflex auftupfen. Und mein Gedanke ist, dass ich jetzt durch diesen dunklen, cremigen Schimmerton, den ich da aufgebracht habe, einen schönen goldenen Reflex, einen kupferfarbenen Reflex. Und das geht genau auf, so wie ich mir das gedacht habe. Und ich gehe von der Mitte des Augenlides in den inneren Augenwinkel und ziehe mir die Farbe auch dort ganz vorsichtig mit meinem Finger hin. Denkt dran, perfekt ist nicht das, was wir anstreben, sondern gut genug. Es soll Spaß machen. Und dann gehe ich nochmal ganz vorsichtig, tap, 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 da hinein. Das war vielleicht ein bisschen zu viel. Ich tupfe das ein bisschen hier auf meinem Handrücken ab und gehe da nochmal in den inneren Augenwinkel und ne, das war jetzt tatsächlich zu wenig, muss ich nochmal ran und presse mir das jetzt hier auch schön dahin. Da muss ich ein bisschen nachher korrigieren, gar kein Problem. Ich habe keine Foundation drauf, das heißt, das ist für mich jetzt überhaupt kein Thema, wenn jetzt wie hier der braune Lidschatten da ein bisschen hingerutscht ist, kann ich das mit einem Wattestäbchen oder was auch immer dann noch abnehmen. Und ja, wow. Finde ich ganz großartig. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich denke, ich gehe wieder mit dem fluffigen Pinsel nochmal. Nein, gar nicht nochmal, sondern ich mache den sauber. Und nehme den sauberen Pinsel und verblende mir hier ein ganz kleines bisschen diese harte Kante. Vor allen Dingen hier so zur Mitte hingehend mache ich es mir ein bisschen weicher, ja, dass es nicht mehr so hart ist und versuche mir das relativ, weil jetzt ist ja hier so ein heller Absatz, ja, also von meiner
von meiner Hautfarbe zu der braunen Farbe des Lidschattens. Und da versuche ich mir jetzt den Übergang so soft wie möglich zu gestalten. Und selbst wenn das nicht klappt, ist das auch kein Thema. Hat auch was, ne? Hat jetzt so was Archaisches irgendwie, so eine, diese Kante da. Schauen wir mal nachher, was ich noch draus mache. Ich lasse es erstmal so und jetzt kommt der Moment, wo wir das Washi-Tape abziehen. Das finde ich auch immer sehr, sehr interessant, weil das ist dann immer noch mal so wie so ein Wow-Effekt. Und dann können wir sehen, ich rutsche mal ein Stückchen weiter hoch, dann können wir sehen, was das so gebracht hat. Okay. Hier sieht es ein bisschen besser aus, weil natürlich auch die Farben nicht ganz so krass im Kontrast zu meinem Hautton stehen, wie dieses Braun-Rot. Aber auch das ist ja gar kein Problem. Ich nehme mir nochmal meinen Spiegel und spreche mit euch darüber, was man denn jetzt machen kann, wenn es hier so ein bisschen runtergerutscht ist und wenn die Kante so sehr steil ist, ja, obwohl ich finde die Augenform sehr, sehr schön. Wenn ich das jetzt hier korrigiere, dann sieht es schon nicht mehr ganz so krass aus. Ich habe halt, ne, da kommen wir wieder, ne, ich habe halt so ein bisschen Hängelider und da muss man dann manchmal ein bisschen schauen, wie man es dann mit dem Washi-Tape macht. Ich suche mir jetzt erstmal einen sauberen Pinsel. Der Pinsel ist so sauber, wie es nur geht und ich arbeite vom Hellen ins Dunkel, also nehme ich mir erstmal dieses Auge vor, mache mir hier die Kanten etwas weicher. Ganz weg soll die Kante natürlich nicht, wir haben ja diese Kante bewusst gesetzt. Finde ich schon mal viel, viel besser. Immer noch der gleiche Pinsel. Nein, Moment. Übrigens was ihr sowieso immer machen könnt, ne? Ganz vorsichtig, solange ihr noch keine Foundation drauf habt oder wie ich gar keine drauf machen wollt, könnt ihr hier ganz vorsichtig den Fallout wegmachen oder auch da, wo ich hier ein bisschen weit runtergerutscht bin mit dem unteren Wimpernkranz, könnt ihr das auch korrigieren. Sieht schon mal viel, viel besser aus. Hier wollte ich auch noch mal beigehen, weil mir hier das Glitzer so runtergerutscht ist. Optimal ist es natürlich immer, wenn Glitzer oder wie auch immer nie runterrutscht, weil ihr werdet das nie komplett wegbekommen. Ich kann damit leben, ich glitzer gerne, aber ich weiß, dass es einige stört und viele das nicht so gerne haben. Deswegen nur nochmal der Hinweis, dass es vielleicht dann auch der Moment ist, wo man Glitterglut tragen sollte oder so und einfach ein bisschen vorsichtiger ist. So, ich nehme wie gesagt diesen sauberen Pinsel und fange an, mir das hier ganz vorsichtig. Ich bleibe nur in dieser Linie und mache mir die Kante ein bisschen weicher und vor allen Dingen, oh, jetzt habe ich eine Wimper im Auge. Und vor allen Dingen habe ich häufig das Problem, hier ist es jetzt nicht ganz so schlimm gewesen, aber das ist bei dem Auge sowieso nie so doll. Hier, ne, diese Lücke, das, ne, seht ihr das, wo mein Lid hier so ein bisschen runterhängt? Das ist immer so, das sieht häufig komisch aus, wenn man direkt von vorne guckt. Ja, wie so eine kleine Einbuchtung. Wenn man so guckt, sieht man, was es nicht ist. Aber wir müssen ja immer davon ausgehen, dass jemand von vorne guckt. Das heißt, das ist die Stelle, mit der struggle ich auch immer richtig doll, muss ich euch sagen. Und bin auch häufig nicht so ganz zufrieden, wie ich das löse, dieses Lückenproblem da. Wahrscheinlich hätte ich mir das Washi-Tape doch ein kleines bisschen weiter so setzen sollen. Learning by doing, Leute. Das ist ja hier auch alles nur selber beigebracht. Und Try and Error und auch nur so, wie ihr euch meine Videos anschaut, schaue ich mir Make-up-Videos an und so habe ich alles gelernt und seht's mir nach, wenn es nicht immer perfekt ist. Mir ist hier echt der Unterschied zwischen meinem Hautton und dem Braun ist mir zu krass gewesen. Ich muss mir das hier echt ein bisschen besser ausrauchen. Das gefällt mir nicht persönlich, jetzt gerade. Es gibt bestimmt einen anderen Tag, eine andere Farbe, wo es mir gut gefällt, wenn es so ein krasser Unterschied ist zwischen meinem hellen Hautton und so einem dunklen Lidschatten. Heute ist nicht der Tag, deswegen rauche ich es mir hier doller aus, versuche die harte Kante gutesgehend abzubauen und dann meinetwegen nochmal mit einem feuchten Tuch das zu korrigieren. Aber das will ich jetzt erstmal so nicht stehen lassen.
Und ich denke, für heute wird es nicht besser mit diesem braunen Auge, aber ich finde die Kante nicht mehr ganz so scharf. Ich mache mir schnell die Wimpern und dann schauen wir mal, was ich heute für Highlighter und Blushprodukte verwende. Juhu, so sieht es jetzt aus. Ich finde es sehr, sehr, sehr schön. Was ich ganz toll an den Lidschatten finde, ist, dass die Schimmer von denen so formuliert sind, dass das immer so nass aussieht. Das finde ich richtig cool. Und persönlich gefällt mir dieses Auge gerade ein kleines bisschen besser. Dennoch finde ich, dass diese Farbkombination sehr, sehr frühlingshaft, sehr frisch aussieht. Kann ich mir jetzt in ein, zwei Monaten weiter im Kalender auch sehr, sehr gut vorstellen. Ich möchte heute einmal den Highlighter von Charlotte Tilbury verwenden. Ich weiß noch nicht genau, ob ich jetzt den Pillow Talk nehme oder den Original Hollywood Beauty Light Wand. Mal schauen. Auf jeden Fall möchte ich auch von der Make-up Academy den Blush in der Farbe Tiger Lily verwenden. Und ich musste jetzt erstmal überlegen, wie ich es am besten mache. Wollen wir mal was ausprobieren? Das kann jetzt auch schon wieder voll der Fail sein. Aber ich habe hier mal von, ich glaube, das war von Glam Shop, so einen, ich habe jetzt schon die Tube hier offen, so einen Silikonschwämmchen bekommen. Und ich würde mal gerne ausprobieren, wie das funktioniert. Und wie immer, wenn ich mir unsicher bin, wie was funktioniert, gebe ich mir erstmal einen guten Klecks auf meinen Handrücken, nehme mir hier diesen Silikonschwamm und arbeite das Produkt jetzt erstmal so auf den Schwamm und tupfe mir das jetzt hier so erstmal auf meine Wangenpartie auf. Ist natürlich jetzt erstmal heftig pigmentiert. Das ist, glaube ich, eher ein Applikator, den man für Foundation vielleicht verwenden könnte, weil so ist mir das jetzt echt zu dolle. Dann nehme ich mir hier diesen Pinsel und werde mir den jetzt nochmal ordentlich verblenden und in meine Haut einarbeiten. Und so finde ich es schon ein bisschen besser. Dennoch scheint heute nicht der beste Tag für so einen Blush zu sein. Ihr seht ja auch meine Haut hier, ne? Also ich bin ja auch gerade noch ein bisschen erkältet und vom Naseputzen habe ich hier schöne rote Nase und hier ist auch alles ganz trocken um meine Nase. Aber ich finde es wichtig, dass ich euch das zeige, wie meine normale Haut aussieht. Ich gehe jetzt mit dem Pinsel in das Produkt hinein und ich glaube, dass mir das mit dem Pinsel dann einfach ein bisschen besser gefällt als mit diesem Silikonschwamm-Applikator. Weil, ne, hier ist ganz schön fleckig und jetzt kriege ich es nicht mehr so wirklich so verblendet, wie ich es gerne hätte. Na doch, jetzt wird es ein bisschen besser. Naja. Was soll's. Ist natürlich auch eine krasse Blushfarbe, ne? Ihr wisst ja, falls ihr schon mehrere Videos von mir geguckt habt, dass ich gerne rumexperimentiere und unkonventionelle Farben auch gerne benutze. Ich ziehe mir den Blush sehr gerne hier so weit hoch, weil ich das einfach schön finde für mich. Wenn ihr das nicht mögt, ist das total in Ordnung. Wenn ihr das so nicht macht, ist das auch voll in Ordnung. Aber denkt bitte dran, jeder trägt sein Make-up so, wie er sie es für richtig hält. Und nur weil ich es so mache, heißt das nicht, dass ich A, keine Ahnung habe oder B, das scheiße aussieht. Das stimmt nicht, aber eigentlich keiner von euch, der hier regelmäßig postet und kommentiert, sagt mir solche Sachen. Ja, ist doch ganz gut geworden. Mit dem Pinsel finde ich besser. Ja, kann ich besser in meine Haut einarbeiten. Dieses Silikonschwämmchen hier, nee, war jetzt nicht so mein Favorite. Ich versuche das hier noch ein bisschen zu korrigieren. Ja, denkt immer schön dran, hier schön auch an den Haaransatz denken und das da auch reinarbeiten. Sonst habt ihr da auch so eine harte Kante und das muss ja nicht sein, ne? Wenn man das verhindern kann, indem man das auch so schön in den Haaransatz einblendet, dann macht das ruhig. Super. Gefällt mir. Gut. Ich glaube, ich schnapp mir heute den originalen Hollywood Flawless Filter Beauty Light Wand. Nee, Hollywood Beauty Light Wand Easy Highlighter. Das ist das Teilchen hier und das habe ich mir vorgenommen,
schon ein kleines Sneak Peek in meine 22 Produkte, dass ich den jetzt ja auch so zügig wie möglich aufbrauchen möchte. Jetzt kommt hier so ein, ne, jetzt kommt das Produkt so hoch, jetzt mache ich das wieder zu, weil das Schwämmchen hat sich schon gut vollgesogen. Auch hier, ich bin ein Fan davon, das erstmal auf meinem Handrücken zu verteilen und dann gehe ich hier so lang. So. Und ich nehme wieder den gleichen Pinsel, das finde ich immer ganz gut. Das ist so einer, da kann ich die Dichte, die Steifheit des Pinsels so einstellen. Gehe auf die mittlere Stufe und tupfe mir das jetzt hier in meine Haut. Das ist ganz schön bei den Charlotte Tilbury Produkten. Die lassen sich immer sehr, sehr schön in die Haut einarbeiten. Aber holla, hallo, Glow, lass dich sehen. Glow zeigt dich. Sehr, sehr schön. Ist natürlich hier eine krasse Kante. Da muss ich jetzt nochmal, das war ein bisschen übertrieben, was ich hier gemacht habe. Ist auch mein erstes Make-up im neuen Jahr. Ich nehme hier so einen Foundation-Pinsel und versuche mir das jetzt hier ganz vorsichtig so hoch zu ziehen und die Kante auszublenden. Es klappt aber auch nur mäßig gut. Schon eine Million Mal jetzt über meine Haut gerieben. Das ist natürlich auch nicht das Beste. Das versuche ich auf der Seite jetzt auch besser zu machen. Scheinbar ist heute hier so die ich versuche mein Glück und auf der Seite funktioniert es dann besser Seite. Gut, ich nehme den Pinsel und habe ja hier noch eine Menge Produkt auf meinem Handrücken. Gehe hier einfach mal rein. Trocknet auch gut runter, müsste schnell sein. Oder eben Seite für Seite machen. Ja, so ist viel besser. Okay. Okay, 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 okay. Huch, völlig überbelichtet. So ist es definitiv besser. So gefällt es mir jetzt gerade sehr gut. So möchte ich meinen Highlighter haben. So ist es mir eindeutig zu stark. So werden auch die leichten Hautunreinheiten oder Erhabenheiten ziemlich dolle hochgeholt, also sehr, sehr gehighlightet, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Das versuche ich jetzt hier noch ein bisschen runter zu dimmen. Hier ist es sehr, sehr schön. Ich glaube, ich habe einfach zu viel Produkt auf dem Schwämmchen gehabt. So. Und dann muss man gleich ran. Da muss da gleich ran und das verblenden. Oder es liegt daran, weil meins jetzt schon eine Weile offen ist, dass es sich jetzt vielleicht nicht mehr ganz so gut verblenden lässt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mit der richtigen Technik ist das dann auch kein Problem mehr. Ich korrigiere das, dann mache ich mir einen Lippenstift drauf und dann kommen wir endlich zum Fazit der Lidschattenpalette, wie ich die jetzt so finde. Und wir sehen uns gleich mit dem fertigen Look. So, da bin ich. Auf den Lippen habe ich wieder einen Cloud Lip Clay von Kaleidos in der Farbe Bare. Auch einer meiner Jahresfavoriten. Also, falls ihr das Video noch nicht geschaut habt, schaut rein. Ich komme zu meinem Fazit. Ich finde die Palette absolut schön. War ja klar. Ich habe sie mir gekauft. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, dass wir einen wunderschönen, frühlingshaften, leichten, romantischen Look schminken können. Aber auch ganz toll, was Neutrales mit so einem Glam-Effekt. Ich bin wieder hellauf begeistert über die Qualität der Farben. Schaut euch doch mal diesen Schimmer an, ja? Der ist so hell, der überbelichtet ja die Kamera schon fast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier oben kommt ihr zu anderen Videos über die Marke Odens Eye. Hier unten lasst ihr mir ein kostenloses Abo da. Ich freue mich. Wir sehen uns ganz bald beim nächsten Mal wieder. Passt schön auf euch und eure Mitmenschen auf. Bis dann. Ciao.